Und ein herzliches Willkommen zu Minecraft Live in the Woods. Beim letzten Mal ist mir das Spiel abgekackt. Wunderschön. Das ist richtig toll. Ja, lag wahrscheinlich daran, dass meine Grafikkarte mit dem ganzen Generieren von mehr und mehr und noch mehr ein bisschen überfordert war. Ich werde jetzt mal versuchen, ein bisschen langsamer zu fahren. Es wird auch langsam Nacht. Sollten wir mal so ein Zwischenlager machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Eventuell. Halt! Hallo! Hallo! Nicht abtreiben! Da! Sag mal! Wir machen sie wieder ein einfaches. Ja, gut funktioniert. Ach ja. Mir die Uhr tickt. Die Uhr tickt, Freunde! So. Das ist auch. Was ist das für ein Kack hier? So. Ruhe. Oh. Ja. Now I feel safe. Jetzt würde ich gerne erstmal eine neue Axt bauen. Denn es ist ein bisschen einfacher, mit passendem Werkzeug zu überleben. Ah, da ist immer noch ein Platz frei. Das ist ja sehr schön. So. Hallo? 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 Haben wir uns umentschieden, oder? Ja. Dann, geil. Geht. Ha. Ist ja weitergezogen, weil er uns nicht gesehen hat. Optimal. Gut. So, machen wir erstmal die Fackel ab, damit es schön dunkel ist. Freuen sich alle drüber. Überhaupt dieses Geticke? Ist irgendwo eine Zeitbombe? Fliegt gleich die Insel in die Luft oder was? Da wäre auch eine Insel. Hm, ja, toll, das Boot. Da komm du mal her. Guter Mann. Komm mal hoch. Ja, war jetzt so halb intelligent, aber es reichte zum Überleben. Boah, dieses Ticken. Was soll denn das? Das ist auch schon die letzte Folge vor meiner Aufnahmepause. Weil es ist fast 23:30 und ich wollte da eigentlich schon. Ich wollte eigentlich schon längst im Bett liegen. Weil ich muss morgen arbeiten. Und ne, das war lange wach bleiben ist immer so ein bisschen problematisch. So, ansonsten haben wir alles. Ich denke mal ja. So, rein mit dem ollen Dappen. Das Ticken aufgehört. Verstehe ich nicht. Mache ich mir jetzt keine Gedanken drüber. So, wir wollen ja eigentlich noch. Die Viecher hängen alles fest. So.
wollen ja immer noch einen schönen Ort finden, wo wir uns niederlassen können. Ich werde aber, glaube ich, schon mal jetzt mal Sachen wegwerfen hier. Die brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Die, doch, die behalten wir. Das brauchen wir auch nicht. So, dann haben wir schon mal ein zweites Boot. Eventuell brauchen wir es. Hoffentlich nicht. Wir kamen doch jetzt von da, oder? Macht das ja Sinn. So. Da! Ein Wal! Ist noch einer. Ich frage mich, ob die mich K.O. hauen können. Boah, ich sehe schon, kommen gleich. Verabschiedet sich gleich wieder alles. So ein Landstrich wäre mal wieder schön. Ein neuer Kontinent. Ist das vielleicht der Anfang von einem? Hoffentlich. Da ist das Boot zerlegt. Was sind das für komische Ständer? Aua, aua, aua. Ach, Kacke. Blöden Kakteen. Was ist das? Ist das Öl? Was ist das da? Hä? Ach, das ist... Hekur Woodplanks. Ist das ein gestrandetes Boot? Das ist ja cool. Iron Lettuce. Was ist das? Da muss ich jetzt gerade mal nachgucken. Ob es sowas gibt. Pass auf. Mal weg. Oil. Tatsache, es gibt Oil. Aber ach, das liegt am Buildcraft. Okay. Cooking Oil. Aber Oil? Byproducts. Ha. Was kann ich damit machen? Oil Spring. Ah. Okay, das sind Ölfelder. Wow. Mann! Es fragt sich natürlich das neugierige Kind in mir, ob man Schaden kriegt, wenn man in ein Ölfeld reinspringt. Also gesund ist das ja normalerweise nicht. Ich kann da gar nicht rein. Ach Mann! Scheiß Kakteen hier! Suppe ich da ein? Ich gehe echt unter. Boah, aber. Ich sauf hier ab. Alter. Boah. Ja, da sieht man mal, wie. Also da ist schon ein bisschen Realismus hinter. Wenn man da erstmal drin versinkt, dann war's das. Ist nicht, wenn wir so einfach mit hochkommen. So, machen wir das Backup-Boot. Nachdem es das andere an der Küste zerlegt hat. So, haben wir noch Platz dafür? Haben wir nicht. Ach komm, dann machen wir hier. Wir haben ja. Wir haben ja. So. Ist da drüben vielleicht eine Küste? Eine etwas größere, bitte. Offenbar nicht. Ist nur so ein Insel. Dingens. Ich habe mir gerade angezeigt, dass die Rocket Beans angefangen haben zu streamen, aber das ist doch normal, die streamen doch immer. Fragezeichen. Halt. So, kann ich jetzt event. Halt. Oh, Mann, ey. Brauch was zu essen, das tut mir sehr leid. Ist das jetzt ein großer Landstrich oder ist das nur eine kleine Insel? Weil mal wo ankommen wäre schon sehr schön. Natürlich hätte ich auch gerne irgendwas Interessantes in der Nähe. Also falls nötig wissen wir jetzt, wo Ölfelder sind, aber
eine Tonne Öl zum Verbrennen da reinpacken? So ein Eimer? Geht das wohl? Ich stelle mir jetzt alle wichtigen Fragen. Kaum hat man Öl gefunden, geht's los. Ne? Kann ich damit Geld machen? Macht das Sinn? Was haben wir hier? Akazien? Sind sie eine Akazie? Nee, sie nicht. Aber sie da oben. Tatsache. Da unten lacht mich die Ente aus. Ungehobelt. Wie war das? Gab es ja eigentlich Kühe? Haben wir eben Kühe gesehen? Die könnte ich jetzt gerade gebrauchen. Ich würde mir gerne einen Rucksack machen. Guck mal gerade nach Kühen. Die müssten Ben hier ja auch irgendwo rumlaufen, oder? Akazien gibt es ja zuhauf. Hopp. Und hopp. Und hopp. Grillen. Oh. Ha. Oh, ja, ja, ja. Okay, alles klar. Wo geht es denn nun hin? Wo sind wir gerade überhaupt? Die Savanne. Ah ja. Ich weiß, jetzt habe ich eben gesagt, ich suche nach Kühen und gehe direkt wieder in die nächste Insel ab. Alter, das ist doch nicht wahr. Ich muss halt noch rüberkommen. Aua. Was war das denn? Kacke. Ist halt. Dorn. Ah, toll. Die Natur will mich umbringen. Eigentlich will ich ja nur. Kein Zeppelin. Okay. Ach, wir. Ne, wir machen das Ganze einsammeln am besten einfach später. Treibsand, sehr gefährlich. Es wird doch gerade Nacht. Es wird Nacht. Wir schlafen. Es wird Nacht. Da, guck mal, die Sonne ist fast weg. Danke. Was sind denn das für absurde Formationen hier? Schon wieder ein Extreme Hills Dingen oder was? Na, guck mal. Ah, Dorn! Verdammte Kacke! Alter. Brushland. Nee, glaube ich nicht. Kaufe ich dir nicht ab. Da fließt auch Öl raus. Hier ist überall Öl. Ganze Ölerei. Jetzt will ich gerade mal gucken. Was ist, wenn ich jetzt hier mal raufgehe? Will mir ein neues Bioma gezeigt? River. Ah, wow. Ja, nee, dass da eine Höhle drin ist, ist mir schon fast klar. So, am besten ist das jetzt alles Treibsand da vorne. Bist du Treibsand? Du bist Sand. Gut. Guter Sand. River. Hm. Hilft mir nicht vorwärts. So, dann klatsche ich hier die nächsten Dornen. Quicksand. Also hier muss man echt aufpassen.
dass man hier nirgendwo reinfällt. Schlamm geht noch, dann steckt man einmal fest. Muss sich so ein bisschen rausruppen und dann ist man auch schon wieder auf der sicheren Seite. Aber Treibsand ist kacke, man steckt da richtig fest. Ja, die hier auf meiner Straße denken wir auch, das wäre eine Rennstrecke. Brüm, brüm, brüm. Super Plan. Hopp, hopp. Kommen wir denn hier hin? Ach, das ist ein Dschungelgebiet. Aha. Haben wir hier einen Dschungel? Tropical Rainforest. Ah. Mahagoniholz. Oh, Freunde, ich brauche langsam echt einen Rucksack. Mahagoni Leaves. Ah, ein Zeppling. Halt. Ja, komm, die können weg. Noch ein paar Mahagoni mag ich. Das ist, zwei. Langt. Ach, Kacke. Aua. Hab mich vergiftet. Na toll. Von was denn jetzt schon wieder? Kannst aber nirgendwo hingehen. Da ist auch wieder Treibsand. Hier am besten nirgendwo mehr rein. Ist alles nur tödlich. Die Reise in ferne Länder. Jetzt kommen wir hier von den Tropen. Wäre ich wieder fast draufgegangen wegen dem Klack Treibsand. Ich brauche dringend eine Schaufel. Eine neue. Alles, was verdächtig aussieht, einfach abhauen. Bevor es mich killen tut. Ist auch interessant. Bambus. Nehmen wir uns alles noch bei Zeiten. Jetzt kommen wir, glaube ich, in den Sumpf. Einen sumpfigen Regenwald. Könnte auch einfach nur so ein kleiner Teich sein. Für mich ist Sumpf. Sumpf mit N. Ja, ich weiß, es ist momentan echt noch an Spannung kaum zu unterbieten. Tue ja, was ich kann, aber ich will ja irgendwo schön wohnen. Da, wo die Shoshone schön wohnen. So, haben wir hier erst Kakaobohnen. Jetzt bitte sag mir nicht, dass hier schon wieder Ende ist, ey. Ich will nicht noch mal übers Meer. Ach, Kacke. Das war knapp. So. Ein paar Haie. Aha, da hinten geht's weiter. Ha! Hab's doch geahnt. Ah! Meine lieben Freunde! Ich häng fest. Ah, so. Fleisch. Neun. Haha. Wunderbar. Dann können wir bereits etwas craften. So.
Halt. So. Da packen wir jetzt einfach alles an Gemüse rein, was wir hier mit uns rumschleppen. Und eventuell auch Salz. Pinecone. Krähewacke benutzen wir auch nicht. Wir müssen mal wieder ein bisschen was kochen. Ich würde aber auch gerne einfach mal irgendwo ankommen. Weißt du, vielleicht kommen die Stimmen wieder hoch, die dann sagen, lass dich doch einfach irgendwo nieder, du Spacko. Ja, aber nein. Ich merke gerade, dass mein Rechner richtig am Rödeln ist. Dem geht's nicht gut. Der freut sich kein bisschen über Minecraft. Ist... Denkt auch gerade so, ey, boah, du undankbare Sau. Ich tu doch schon mein Bestes und du treibst mich trotzdem immer weiter an, du alte Kacksau. Ach, Guni, was ist das jetzt schon wieder? Palmwood. Aha. Mhm. Habe ich gerade gedacht, wir kommen in eine Wüste. Aber. Oder? Doch, eine Wüste. Gleich dahinter befindet sich Och Mann, ey. Ja. Irgendwann müssen wir irgendwo ankommen, wo es fester ist, ne? Todesfalle hier. Was denn da schon wieder? Ich will nur auf eine schöne Ebene kommen. Mit ein bisschen Wald drumrum. Ist denn... Ach, Kacke. Nicht Kacke, sondern Kaktus. Ja. Kaktusse. Das heißt Kakteen. Nein. War schon richtig. Haha. Old but gold. So. Kalk. Und kleine Fischis. Fischi, Fischi, Fischi. Was ist das hier? Mäuse gibt. Das habe ich auch schon sehr überrascht. Sand. Sand, 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 Sand. Ja, ich muss mir das mal vor Augen halten, damit ich nicht irgendwie in Treibsand reinlatsche. Bin ich jetzt? Steppe. Es heißt einfach Steppe. Da sind noch die Grand Canyons hier. So. Es wird Nacht. Fopp mich nicht, es wird Nacht. Es wird Nacht und ich habe Hunger. Können wir nebenbei mal hier so. Es wird doch nach. Was willst du denn von mir? Kühe. Vielleicht kommen wir von der Steppe auf eine Ebene. Das wäre mir sehr recht. Am liebsten hätte ich ein bisschen was von allem in der Umgebung, aber naja. Ich glaube, da kann ich lange drauf warten. Oh, machen wir schneller. Das sind Schweinchen, die muss ich schlachten, bevor sie weg sind. Was ist wieder los da draußen? Deutschland gewonnen? Also als ich, bevor ich angefangen habe, haben sie 1-0 geführt. Kommt her, ihr kleinen Schweinchen. Die draußen unter Musik, weil das ist immer so laut.
10 Fleisch. Sauber. So, jetzt hatte ich vorhin hier was gebacken. Wo ist denn das hin? Da. Sauber. So. Dankbar wäre ich, wenn nicht schon wieder ein Meerwehr hier wäre. So. Kleines Inselchen. Vielleicht gehe ich dann einfach mal nach rechts. Rechts. Und sobald wir uns da niedergelassen haben, geht, glaube ich, alles sehr schnell. Die erste kleine Farm. Die erste Höhlentour auf der Suche nach Redstone. Und dann würde ich gerne schon Atlas machen. Wer weiß, wir verrecken mal auf dem Weg nochmal und dann darf ich wieder ganz woanders hinlaufen. Alles möglich. Es kann alles passieren. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so kommt, aber ne, es ist ja bekanntlich alles möglich hier. Alter. Ach, natürlich. Ach, und die Ölfelder, natürlich. Gehe ich jetzt dahin oder ist das nur so ein einzelnes Ding? Immer schwer einzuschätzen. Aber ich denke mal. Die Steppe wäre jetzt nicht so mein Lieblingswohnort. Ist natürlich auch nicht so, dass wir jetzt irgendwo hingehen und dort dann für ewig wohnen bleiben. Nein, aber ich möchte natürlich schon an einem Ort beginnen, der mir auch gefällt und wo wir ein paar Möglichkeiten haben. Bis zum Wald in der Nähe, vielleicht mit einem kleinen Teich in der Nähe. Ölfelder, Steppe, hier ist nix. Ein paar Blümchen. Weit gelaufen, nichts gefunden. Schade. Jetzt aber mal stur nach links gehe. Das ist ja toll. Bup, 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 bup. Bup, bup, bup. Bup, bup, bup. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Ich weiß, Rennen macht hungrig, aber wir haben bisher einiges an Fleisch geschlachtet. Die Schweine sind ja auch sehr dropfreudig, habe ich das Gefühl. Das ist immer eine ganze Menge. Ground Guns nehmen wir auch gerne mit. Das sind dann so Sachen wie, boah, Alter. Wie einfaches Weizen und sowas ist da drin. Hallo, ich würde gerne mal wo ankommen. Sag ich ja schon zum tausendsten Mal. Was ist das denn? Tropical Guns, okay. Die wird auch mitgenommen. Darf ich jetzt mal nach da übersetzen und dann könnte was bringen. Geh mal darüber. Was sind wir denn noch? Beach. Volleyball. Die Wege. Jetzt kommen wir hier wohin und dann ist hier wieder nichts. Haut ab. Ein paar Hühnchen. Toll. Hallo Echo. Hallo Otto. Dann machen wir doch mal nochmal eine Bootfahrt. Boah.
Hatten wir jetzt so einen Hunger oder hat er einfach nur weggesnackt, weil wir keine Anzeige hatten? Die Ground Gardens umfahre ich mal. Ich weiß nicht, ob das Boot darauf reagiert, wenn man dagegen knallt. Wäre natürlich blöd, ist aber möglich. So viel Korallenriff. Ah ja. Und da ist Erde. Ist aber nur so ein Häufchen. Na gut. Ist ja schon kommen, wenn meine Grafikkarte gleich wieder abschmiert, dann war es das für heute. Da endet die Folge wieder mit einer schönen Seetour. Man sucht sich ja, man will ja ein schönes Fleckchen haben, ne wahr? Sonst bringt das ja alles nichts. Doof, wenn man irgendwo wohnt oder irgendwo hinkommt und da einfach erstmal ein Lager aufschlägt. Klar, könnte man machen, aber wäre jetzt nicht so mein Fall. Überall nur diese kleineren Inselchen, das ist doch. Das ist doch blöd. Ja, ja, ich mache ja schon langsam. Ach, wieder Öl. Mein Gott. Da wird immer gesagt, es gibt zu wenig Öl auf der Welt. Kann ja schon mal gar nicht sein. Wenn es in Minecraft so viel gibt. Ja, Spaghetti Bolognese. Super Seed. Haufenweise mehr. Gebt mir doch bitte eine Küste. Der einsame Bootfahrer. Klaus. Oder Dieter. Soll ich bitte mit so verkackten kleinen Inseln hier anfangen? Am besten ist es alles noch Treibsand. Mann. Bist du vielleicht was Größeres? Hopp. War ja klar. So. Aber bitte nicht, das ist wieder nur eine Insel. Serious? Das ist echt einfach mal nur eine Insel. Das gibt's doch nicht. Hallo? Werden wir wohl im nächsten Part nach einer neuen Heimat suchen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Entschuldigung, dass es immer noch so lange dauert. Bis dahin.